Riesenunterschied zwischen der Stimmanalyse, wie wir es hier im Westen machen müssen, und wie es die Inder machen, da wo das ja ursprünglich herkommt, dieses Nada-Brahma-Wissen über diesen eigenen Entspannungston, der in der Stimme mitschwingt. Der Inder, der nimmt eine Stimmgabel, oder es gibt wahrscheinlich auch Gelehrte oder Erfahrene, die mit dem Ohr die Töne filtern, ja, und dann sagen, du bist ein Grundton oder ein Entspannungston, F oder Fis oder A, ja, und gehe heim und töne und alles wird gut. So, das ist die Stimmanalyse in Indien, so kann man sich das vorstellen. Bei uns im Westen braucht es ein bisschen mehr Fleisch, sage ich ja, Wissen im Hintergrund. Was kann der Ton? Was ist das? Wie bin ich? Warum habe ich diese Schwierigkeiten? Was ist meine Vorliebe, mein Talent, mein Potenzial? Wo liegen meine Schwächen? Wie kann ich das ausmerzen? Also das will im Westen alles besprochen werden, ja? Bevor wir sagen, okay, das macht Sinn, ich gehe heim und nehme meine Musik mit und töne jetzt, was ich bei der Silvia gelernt habe. Also das ist der kleine, feine Unterschied zwischen der Stimmanalyse im asiatischen Bereich, wie es gemacht wird und welche Materialien man mit nach Hause bekommt und eben der Unterschied zu uns. Lies nochmal im Text, da schreibe ich dir noch was dazu.